Willkommen zurück zu Metro Exodus. Ich bin euer Fyrobo und jo. Wir haben sie hergebracht, endlich. Wir sollen mit dem Chef reden, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe, genau. Ja, und wir haben noch ein bisschen, können natürlich ein paar Orte erkunden, wenn wir wollen würden, aber wir können es so schenken. So, dann schauen wir, was der Chef will. Du bist wieder zurück. Das war großartig. Danke sehr. Der Plan sieht so aus. Deine Gruppe erobert das Schleppschiff und dann bringst du es mit Duke und Kress zur Brücke. Während Kress die Wachen ablenkt, dringst du mit Duke in die Steuerzentrale ganz oben ein und ihr lasst die Brücke herab. Auf dein Zeichen hin werden wir das Tor rammen, euch einsammeln und ich bete zu Gott, dass es funktioniert. Ich kann dich und Duke nicht direkt unterstützen. Laut unseren Informationen wird das Tor von der Hauptstreitkraft des Feindes bewacht. Eine Sache noch, Artyom. Pass auf Duke auf, ja? Er ist ein guter Späher, aber geht leider oft unnötige Risiken ein. Klar, er ist jung, aber wenn er so weitermacht, wer weiß, was noch passiert. Also sei ihm ein gutes Beispiel und erledige das heimlich und leise. Du bist sein Vorbild. Und als solches solltest du daran denken, dass du zur Sondereinheit gehörst, nicht zu den Panzerjägern. Viel Glück, Artyom. Das war's. Wow. Ja, ich kann die Lok steuern. No. Schade. Wir können hier raus. Uns leider nichts verruckelt. Willkommen zurück, in Ordnung, Ranger. Aber nicht zu lange. Du wirst dann hart. Offenbar habe ich mir unnötig Sorgen. Okay. So, wir sollen jetzt nach da. Kers hatte mir Einschätzung zur Ankunft. Der Händler von dem Recht. Der Konvoi liegt im Hafen. Die Britannien haben ihn umzingelt und breit. Okay, so sollen wir jetzt einfach nur nochmal da runterlaufen. Na ja, gut, dann machen wir das mal. Wir haben es ja schon oft genug gemacht, ne? Artyom, wir sind in Stellung. Erwarten deine Befehle. Ja. Meine Befehle lauten... Attacke. Hätte das ja nicht aufgebaut. Wir sind hier noch lang gefahren. Was sind die Orte sein? Ok, ist weiter vorgefahren jetzt? Oh. Jetzt ist mal auf, wo ich jetzt so es merke, fällt es mal auf. Irgendwie habe ich gefühlt zum Mikro klar die ganze Zeit. Das geht mir auf den Sack. Mag ich nicht. Diese Steuerung nicht. PC-Sachen werfen, das finde ich nicht cool. Junge, der bleibt an jeder Ecke hängen. Ich würde gerne meine Gesamtmunition. Es bringt mir ja nichts, dass ich so große Magazine habe, wenn sich meine Munition nicht erweitert. Irgendwie. Das Spiel gerade voll komisch an. Ich glaube, es würde eher fliegen anstatt laufen. Schon waren, können wahrscheinlich hier keine Ressourcen mehr, ne? Das klingt. Wo bin ich? Das in die Richtung, okay. Das klingt so, als würde ich nicht durch Büsche laufen, sondern durch Stacheldraht.
Tjom, ich sehe dich. Komm hier hoch auf den Kran. Ach, ja. Sag ich zu meiner Frau? Okay. Sonst? Ist jetzt denselben Weg wie letztes Mal gehen? Natürlich, Tjom. Jetzt bist du plötzlich aus der Puste. Ich glaube, ich weiß, wo ich lang soll. Soll den Kran da hoch. Ah, ist eine Leuchtmarkierung. Liegt da. Ja, du hast mir den Weg gezeigt, ne? Den Weg gelegt, sagen wir es mal so. Komm, der Wegschert hier. Ah, das ist ja wirklich. Du hast es geschafft. Ich war krank vor Sorge, während du im Terminal warst. Yermak sagte, du hast den Schlafwagen mitgebracht. Du bist einfach der Beste. Tut mir leid, dass ich so viel rede, aber du hast mir gefehlt. Okay, okay, zurück an die Arbeit. Verdammter Husten. Hab wohl zu viel Zeit auf der Deponie verbracht. Oh, er ist einfach zu viel Giftgas eingeatmet von vorhin. Also haben sie mehr Wachen als erwartet. Scheint riskant zu sein. Aber Kress sagt, dass solche Konvois üblicherweise von einem Kapitän kommandiert werden. Wenn wir ihn gefangen nehmen, werden die anderen aufgeben. Mhm. Ich bin drin. Sie haben etwa 15 Wachen. 4 an der Leiter des Schleppschiffs, ein paar am Pier. Sam nimmt die rechte Flanke. Bitte komm, Sam. Ich bin in Stellung. Ich kann eine Wache sehen. Duke ist links vom Hangar. Bitte komm. Duke in Position. Bereit, die Wache auszuschalten. Die Duke ist auf dem hinteren Kran. Einsatzbereit. Ich habe jeden einzelnen Ampir im Auge. Kirst hat das Untergeschoss ausgespäht. Hier sind nur 2 und sie sind gerade mit einer Reparatur beschäftigt. Könnte eine optimale Stelle sein, um bemerkt hineinzugelangen. Atjom, wir sind bereit. Aber bitte versuch etwas subtiler als an der Kirche vorzugehen, ja? Das macht keinen Spaß, Amateursoldaten wie die hier zu verwirbeln. Genug geredet. Also gut, Atjom. Du hast die Leitung. Du gibst die Kommandos. Okay. Vielleicht sollten wir bis zum Einbruch der Dunkelheit warten. Dann könnte es einfacher sein. Vielleicht schlafen ein paar der Wachen ein. In der Zwischenzeit könntest du dich hier in der Kabine ausruhen. Kommst du da mit? Na, gucken wir mal in die Kabine kommen. Zack. Da können wir uns ein bisschen Loot holen. Was haben wir denn hier? Eine Waffe. Gut, dann. Irgendwann schlafen. Bis Nacht wird. Zack. Gute Nacht. Zum Glück bleibt der Konvoi da so lange sitzen, ne? Ugh, 3 Schiffe. Die sind jetzt sicher nicht auf. Oh, hier ist er wirklich hier. Bist du ausgeruht? Tja, wird auch Zeit. Also versuch auf dieses Schleppschiff zu kommen. Wir geben dir Deckung. Lass uns den Plan noch einmal durchgehen. Sobald sich das Schleppschiff in unseren Händen befindet, gehen Sam, Idiot und ich zurück zu Aurora, während Atjom, Duke und Crest das Boot zur Brücke bringen. Schön, dass du von mir in der dritten Person redest. Was macht er hier? Frage ich mich. Okay.
Leute sind denn hier? Verdammt! Auf das Ungewisse zu warten ist hundertmal schlimmer als... So. Da weiß man wenigstens, wo der Feind ist. Und? Ah! Wir allein... Da oben, Leute! Okay. Feuer frei, er wurde entdeckt. Yo. Hab ihn ausgeschaltet. Ruhig, ich hab ihn. Alles klar. Durchschießen, Willi. Direkt ins Auge. Auf jeden Fall geklappt. Okay, gibt sich. Was ist das schon? Hat auf jeden Fall wehrlich nicht geklappt. So, auf jeden Fall jetzt erstmal looten hier. So. Munition, das ist doch schön. Ich glaube, ich gerne mal ein Upgrade, wo ich besser mehr Muni tragen kann. Das wäre schön. So. Ich glaube, hier haben wir jetzt alle, ne? Gehen dann auf Schiff drauf. Okay. So. Fuck. Eine Schrotflinte. Okay, wir suchen das alles ab und dann... Die Pläne sind klar. Zeig die Brücke des Schleppschiffs zu erobern. Atjom, alle Händler sind neutralisiert. Verdammt, den haben wir es gezeigt. Zack und schon... Ja, Duke, du und Atjom wart echt toll. Ja, wäre schön gewesen, sie lebend gefangen zu nehmen. Erstmal alles abchecken hier. So. So, so. Noch mehr Gegner, deutlich mehr Gegner. Gehen alle hin. Wann haben die hier keine Kisten oder so? Ein bisschen komisch, oder? Was ist mit den Sternen los? Da war ja hier auch ein Gegner. Willi, nee, das hat dir jetzt wehgetan. Und irgendwo war hier was. Das hat dir jetzt really wehgetan. Ja. Eine Pussy, du bist. Was zum Looten?
Okay. Glinz mal rein. Bitte. Ich kann niemanden sehen, aber wetten, da ist einer drin, der mich gleich holen will. Schauen wir mal, ne? Ah, das war doch jemand. Nicht schießen! Nicht schießen! Ich kann nicht voll. Die Waren! Nehmt sie euch! Ihr könnt die Waren haben! Ruhig bleiben! Wir sind's! Gute Arbeit, Archer. Schade, dass wir das nicht unauffällig hinbekommen haben. Seid ihr bereit, aufzubrechen? Zu spät folgt's nicht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Viel Glück, Leute. Mögen Wind und Wasser euch gnädig sein. Und Artyom, gib gut Acht. Ja, das können wir gebrauchen. Günstige Winde. Hurra! Alle an ihre Station und lichtet den Anker! Wir fahren die halbe Strecke dorthin und warten dann bis 4 Uhr im Schiff. Wir sollten am frühen Morgen dort ankommen. Der Nebel ist besonders dicht. Oh. Oh. Ist auf jeden Fall sauber programmiert. Artyom, Duke, wir sind jetzt fast da. Da, seht ihr das Feuer ganz oben? Das ist der Kontrollposten. War es zumindest mal. Jetzt ist es ein Schrein. Näher an Gott, versteht ihr? Dort müsst ihr hin. Ich lenke jetzt die Wachen ab. Hey, du da an Land! Fang die Leine! Bereit! Hey, Matrose! Was machst du da mit deinem Kahn? Was willst du jetzt verkaufen? Du bist so lustig! Mann. Hast du eine Plane, lustiger Mann? Und Artyom, sollen wir los? An der Biegung haben wer wir zuerst da ist, hat gewonnen. Das hat Hals und Bein hoch. Wer zuerst da ist, hat gewonnen. Heilige Scheiße. Was macht sie denn jetzt? Artyom, die Aurora begibt sich leise in Position. Wir sind dann bereit, auf euer Signal hin loszulegen. Verstanden. Wir machen es schon. Sie eingetroffen sind, genau wie Vater Silantius es vorhergesagt hat. Wer ist eingetroffen? Satans Sklaven. Hast wohl die Morgenpredigt verpasst, hm? Nein, habe ich nicht. Eines Tages wirst du dafür losgeschickt, um Dämonen zu bekämpfen. Oh, aber es war doch noch so früh. Ich weiß nur einfach, was er erzählt hat. Ich dachte, das heißt, ich wurde entdeckt. Unsere Leute eilten dorthin, um den heiligen Vater zu retten, aber der Ketzer legte sie alle um. Bei diesem Mörder ist es sogar zwecklos, um sein Leben zu betteln. Nur die gewöhnlichen Leute haben überlebt. Auch wenn er ein Tier ist, scheint noch ein Rest Menschlichkeit in ihm zu stecken. Nicht ganz zu schweigen davon, dass in dem Durcheinander entkamen. Ein paar Leute haben sie später angeblich bei den Ketzern gesehen. Weißt du, sie greifen vielleicht an? Wer weiß, es sind Ketzer. Möge der Zarfisch sie verschlingen. Amber? Okay. Ja, wir hoffen doch nur ins Auge. Ich bin es so leid. Weißt du, Simon ist nie zurückgekommen. Kyrill ist auch nicht. Heilige Männer wie er kommen nie zurück, Bruder. Und Heiden sind noch schlimmer als er. Mhm. Das macht mir ja gerade Angst. Ich muss nur einen Dämon erwischen, aber die Heiden. Es liegt alles in Gottes Hand. Wohl wahr, sein Wille geschehe. Natürlich noch vorteilhafter für mich, wenn ich Leichen wegschaffen könnte. Aber nicht. Vier Augen kamen nicht zurück.
zog nicht einmal los, um einen Dämon zu bekämpfen. Ach, du weißt schon. Da weiß man ja gar nicht, was schlimmer ist. Es ist schon einen Monat her, dass jemand vom Haus des Fisches zurückgekehrt ist. Von der Dämonenjagd kommen die Leute nicht gerade oft zurück. Nun, wie wäre es, wenn ich mitkomme? Gemeinsam packen wir das. So, ich bin zwar auch gerade ziemlich leise. Aber, ja. Sag einfach Bescheid, wenn du deine Meinung änderst. In Ordnung. Weißt du, ich hab nachgedacht. Was wollen die so? Ich hätte es wissen müssen. Sie wollen einfach auf die andere Seite, dass es Lumex erledigen soll. Und was ist auf der anderen Seite so toll? Bruder, alle sind auf der Suche nach einem besseren Leben. Und wo ist das? Na. Wo denn? Da, wo wir nicht sind. Wie kommt das? Wir sind doch die Rechtschaffenen. Wir haben Vater Silantius. Das meine ich nicht, Junge. Du bist dämlich. Na dann erklär es besser. Warum ist es da, wo die Kräfte leben müssen? Was bringt es dir, das zu erklären? Du stehst nur rum und glotzt, während die Ketzer vielleicht schon hier sind. Vielleicht sind sie ja schon hier. Überall. Sieh dich um, deine Augen sind noch jung. Und ruf, wenn du etwas siehst. Verstanden? Ja. Verstehe ich nicht. Mal ehrlich, warum ist es da, wo die Ketzer leben, so gut? Wem gefällt es da? Ich verstehe das nicht. Okay. In den drei vorbeischlaschen. Behüte uns vor der Berührung des Bösen und dem Boden des Bösen und seiner Versuchung. Und rette unsere Seelen, wie du auch unser Leben gerettet hast. Wie deine Macht hier auf Erden stecken können, wie auch du sie im Himmel. Da ist er! Ups. Er ist hier, Brüder! Und so Gott will, werden wir ihn finden! Noch sei der Fisch! Oh mein Gott! Was könnte das sein? Da uns? Ach so viele? Fail gewesen jetzt. Naja, gut. Kommen wir halt niemals schleichend durch. Also haben wir jetzt wenigstens ein bisschen Loot. Ja. Ich meine, die hätten uns ja eh schließlich bemerkt, wenn wir jedes Team benutzt hätten oder nicht. Leuchtet sein Schädel, der getroffen werden will. Ist das richtig?
Eine Waffe gehabt. Ups, verliert das Geräusch. Na komm. Junge, das geht mir aber auf den Sack hier. Na, jetzt von der Ausrüstung. Anmaß. Nein, das wollte ich nicht. Wo ist meine Waffe? Da habe ich meine Waffe. Da hätte ich gerne. Ich würde die Typen gerne noch looten, aber das ist schon mal nicht. Okay, nicht. Kann man die Dinger nicht irgendwie ausschalten? Ultra nervig. Da kann ich. Komm hier lang, hier geht's nicht lang. Ich darf schon noch gucken, okay. Hier geht's nicht lang, okay. Noch ein Kackhaus, noch ein Kackhaus. Wahrscheinlich ein Gegner-Spawn. Die wollen wir mal lassen. Nun habt ihr mich also, ihr verdammten Ketzer. Erst Katja und jetzt ich. Verdammt, bist du schnell, Artyom. Sieh mal, Alter, wir sind nur auf der Durchreise. Lass uns friedlich durch, dann wird niemand erschossen. Oder wir sollen sagt ihr, nachdem ich alle Katja, umgelegt habe. Um die brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen, verstanden? Wenn ihr Katja betrogen habt, müsst ihr den Herrn um Vergebung bitten. Aber für den Mord an meinen Kindern, den Kindern Gottes, werdet ihr bis zum Ende eurer Tage in der Hölle schmoren. Schreibt an! Ketzer! Richtet sie dieser Mistkerl! Gleich mal losballern. Hört's wo? Es ist so schlechte Szene! Holy shit! Er ist ja schlechter als bei COD! Ja, er bleibt zurück oder was?
Lass die Brücke runter als Raumschiff bekommen. Cool. Bullshit. Wir haben die Wolga hinter uns gelassen. Vor uns erstrecken sich jetzt die endlosen Weiten Russlands. Leider ist es Duke nicht beschieden, sie zu sehen. Bin ich an seinen Tod schuld? An allem, was an der Brücke geschehen ist? Könnte sein. Wir leben in einer grausamen Welt und es ist nicht unsere Aufgabe, das zu ändern. Wir wollten nur durchreisen und es ist nicht meine Schuld, dass sie nach Blut schrien. Ihr Eifer erinnerte mich an die Metro, wo die Menschen unter einer Lüge leben, dass die Welt tot sei und man nirgends mehr hin könne. Jeder, der das in Frage stellt, wird mit einer anderen Lüge abgefüttert. Der Krieg tobt noch. Hier ist Elektrizität eine Sünde. Ist doch alles ein und dasselbe. ETF, was für ein Bullshit. Na gut, wir sehen uns nächste Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao.